Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Map Making Monday. Wir werfen heute einen neuen Blick auf die Advancements. Das letzte Video von mir dazu ist ja schon etwa einen Monat her und seitdem hat sich auch einiges getan. Besonders ein Feature wurde letzte Woche richtig groß gefeiert von den Mapmakern. Wir können jetzt in Advancements Commands ausführen. Das bedeutet, dass Command-Blocks eigentlich total überflüssig geworden sind, denn wir brauchen nur noch einen Texteditor und können dort direkt in diesem Texteditor die Programmlogik programmieren. Es gibt auch schon einige Mapmaker, die gezeigt haben, wie man diese Commands in Advancements verwendet. Zum Beispiel der Noah, der hat schon ein Video dazu gemacht. Ich möchte mit euch daher einen anderen Blick auf diese Advancements werfen, nämlich aus Sicht eines Programmierers. Dazu zeige ich euch einen Java-Quelltext und vergleiche ihn dann direkt mit den Advancements. Daran kann man dann besonders schön erkennen, dass die Advancements wirklich jetzt sehr advanced sind. Mit diesen Advancements könnt ihr wirklich wie in einer Programmiersprache programmieren. Es ist nur etwas komplizierter als in einer Hochsprache wie Java, aber es funktioniert. Fangen wir mal mit dem einfachsten Beispiel an. Hier haben wir eine Main-Funktion, das ist in Java sozusagen das Hauptprogramm. Und dort können wir dann eben angeben, was ausgeführt werden soll, Zeile für Zeile, und jede Zeile wird mit einem Semikolon beendet. Wenn wir jetzt diese Main-Funktion ausführen, sehen wir, dass eben der Text ausgegeben wird und genau das passiert, was sollte. Ich kann das hier auch kopieren und dann nochmal ausführen und man sieht, dass es eben nacheinander ausgeführt wird, Zeile für Zeile, so wie man das auch von Commands eigentlich auch kennt. In Minecraft haben wir jetzt nun die Advancements. Ein Advancement ist so aufgebaut, wie ich es bisher im ersten Video schon gezeigt habe. Wir haben hier Criterias und Rewards. Beim Criteria verwenden wir den Trigger Impossible, damit diese Funktion nicht automatisch von Minecraft aufgerufen wird. Wir möchten die Funktion selbst aufrufen und wollen nicht, dass sie automatisch aktiviert wird. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass die Funktion automatisch aufgerufen wird, wenn der Spieler zum Beispiel unter Wasser ist, dann könnt ihr das dementsprechend hier anpassen. Unter Rewards ist nun die neue Funktion dazugekommen, nämlich die Commands. Commands ist hier eine Liste und in diese Liste schreiben wir dann einfach die Befehle, die ausgeführt werden soll, wenn das Advancement erhalten worden ist. Hier also wieder Main Method Called und als Besonderheit bei Advancements müssen wir dieses Advancement dann auch wieder entfernen. Weil Advancements können nur einmal gegeben werden und wenn der Spieler diesen Advancement schon wieder hat, dann kann man diese Funktion dann nicht mehr wieder aufrufen. Ihr seht, es ist egal, ob man hier ein Slash ansetzt oder nicht. Wichtig ist allerdings, dass ihr hier am Ende kein Komma setzt und insgesamt an die Struktur von JSON denkt. Deswegen empfehle ich euch auch einen anderen Editor zu verwenden als den Windows Standard Editor, weil hier seht ihr dann einfach die Syntax, wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann wird hier gleich alles markiert. Das ist übrigens Atom. Ist kostenlos, ihr könnt auch Notepad++ nehmen, das sehr viele verwenden, aber da gibt es unzählig viele Editoren, die das können. Im Spiel können wir dann einfach die Funktion mit Advancement Grant, AP, Calpheon oder was auch immer, Only, ToAdventuresMain aufrufen. Wenn wir dann Enter drücken, sehen wir dann, die Methode wurde aufgerufen, der Text wird ausgegeben und wir entfernen das Advancement wieder im Hintergrund. Das bedeutet, wir können uns das auch immer wiedergeben und ja, es funktioniert einfach wie eine klassische Funktion in Java auch. Machen wir nun ein etwas komplexeres Beispiel, diesmal mit if und else. If und else bedeutet ja nichts anderes als wenn irgendwas stimmt, dann mache irgendwas. Ansonsten führe was anderes aus. Hier haben wir ein ganz einfaches Beispiel. In dem Fall setzen wir die Variable auf 40 und eine Variable auf 2. Dann addieren wir beides und gucken, ob es 42 ist. Wenn das Ergebnis 42 ist, soll dann der Text erscheinen, a plus b ist gleich 42. Ansonsten a plus b ist nicht gleich 42. Führen wir sie aus. Und wenn wir die Methode ausgeführt haben, sehen wir hier, a plus b ist gleich 42. Was auch logisch ist, 40 plus 2 ist 42. In Minecraft ist das deutlich komplizierter, weil wir hier keine Variablen haben. Dafür müssen wir Scoreboards hernehmen. Hier haben wir wieder den Trigger Impossible, das ist genau dasselbe. Unter Commands ist jetzt nun folgendes, wir haben jetzt hier wieder SayMainMethodCalled, dass wir sehen können, okay, das wurde aufgerufen. Dann setzen wir das Ergebnis, also eine Konstante, setzen wir auf 42. Ich habe hier ein Objective, das heißt Constant, das enthält einfach feste Zahlkonstanten. Das Ergebnis, also Result, ist gleich A plus B. Um dann anschließend zu testen, ob das Ergebnis gleich unserer Konstante 42 ist, müssen wir dann von diesem Ergebnis wieder 42 abziehen. Wenn das Ergebnis gleich ist, sollte 0 rauskommen, ansonsten eben was anderes. Dann setzen wir das Ergebnis von dem Spieler auf das Ergebnis, das wir gerade berechnet haben, also entweder 0 oder eben eine andere Zahl. Und wir gehen davon aus, dass das Ergebnis nicht gleich 0 ist, deswegen sagen wir,
diese Bedingung, die wir überprüft haben, ist falsch. Wenn sie wahr ist, dann setzen wir sie hier wieder auf 1. Das ist ein übliches Schema in Minecraft. Da muss man eben ein bisschen um die Ecke denken. Erst auf false setzen und dann auf wahr setzen, wenn der Fall eintritt. In dem Fall halt eben, wenn das Ergebnis 0 war, dann setzen wir result auf 1. Und mit result können wir dann arbeiten und sagen dann, wenn das Ergebnis true ist, dann sagen wir eben a plus b ist gleich 42. Und wenn das Ergebnis false war, in dem Fall 0, also wird das hier ja übersprungen, geben wir a plus b ist nicht gleich 42 aus. Dann wieder entfernen und in game sieht das dann so aus. A plus b ist nicht equal 42. Wieso denn das denn? Ganz einfach. Wenn wir uns das Scoreboard ansehen, dann sehen wir, dass a 10 war und b gleich 2. Das heißt, 10 plus 2 ist nicht 42. Wenn ich jetzt hier a auf 40 setze und b auf 2, rufe die Funktion wieder auf und dann steht dann a plus b ist equal 42. Wie ihr gerade gesehen habt, können wir in Minecraft nun ganz einfach Funktionsaufrufe realisieren. In Java hat man das eben wie vorhin auch, irgendeine Bedingungsabfrage und dann, wenn das passiert, dann wird eine Routine A aufgerufen, ansonsten Routine B. Hier wieder wie vorhin auch, 40 plus 2 ist das 42, dann wird A aufgerufen, also die Funktion A und dann passiert irgendwas. Ansonsten wird Funktion B aufgerufen und dann passiert hier irgendwas. Wenn ich das ausführe, müsste nun eigentlich A aufgerufen werden. Und ja, natürlich, denn a plus b ist 42. Wenn a zum Beispiel 39 wäre und b gleich 2, ergibt das nun nicht mehr 42 und b müsste aufgerufen werden. Und natürlich wird b aufgerufen. In Minecraft haben wir wieder das gleiche, dieses if und else ist nun einmal etwas komplizierter als in Java. Das macht aber nichts, wir müssen ja nur die Zeilen hier verändern. Und eine Funktion rufen wir ganz einfach mit Advancement Grand auf. Hier wieder das gleiche, wenn die if-Abfrage true war, dann rufen wir Funktion a auf. Wenn die if-Abfrage false war, rufen wir Funktion b auf. Funktion a und b machen genau dasselbe, was wir in Java auch hatten, eben einen Text ausgeben und dann entfernen sie sich selbst wieder. Wie wir an der Seite hier sehen können, haben wir a gleich 40, b gleich 2 und wenn wir das jetzt ausführen, müsste eigentlich a aufgerufen werden. Und tatsächlich, a wird aufgerufen. Setzen wir jetzt nun b zum Beispiel auf 0, müsste ja jetzt 40 rauskommen, a plus b ist 40 und wenn wir das aufrufen, müsste Funktion b aufgerufen werden. Das hier rechts übrigens, der Score von mir, ist die Differenz davon. Also 42 und 40, die Differenz davon ist minus 2. Mit Rekursion bezeichnet man den Aufruf einer Funktion im selben Aufruf. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist halt eben der wiederholte Aufruf einer Funktion von sich selbst. Ich kann das jetzt hier mal kurz anhand des Java-Codes erklären, weil das ist hier etwas übersichtlicher. Wir setzen i auf 0, das ist unser Zähler, und dann rufen wir die Funktion recursive auf mit diesem Parameter 0. Das heißt, i ist gerade 0, wir schreiben dann in die Konsole recursive run i gleich und dann die Zahl i, das heißt in dem Fall 0 im ersten Aufruf, dann erhöhen wir i um 1 und wenn i kleiner als 10 ist, was es in dem Fall ist, weil i ist gerade gleich 1, rufen wir die Funktion wieder auf. Jetzt diesmal mit dem neuen Parameter 1, das heißt recursive run i gleich 1, i wird erhöht, i ist dann 2, i ist immer noch kleiner als 10, rufen deswegen jetzt i gleich mit 2 auf und so weiter und so fort, bis wir bei 10 sind. Bei 10 gehen wir dann aus recursive run i gleich 10, dann erhöhen wir i wieder, da i gerade 10 ist, wird das zu 11 und 11 ist größer als 10, deswegen endet diese Funktion und wir springen wieder so lange zurück, bis wir hier oben wieder angekommen sind. In Minecraft sieht das wie folgt aus, wir haben hier wieder unsere Main-Funktion und setzen i gleich 0. Ich habe hier ein Objective, das heißt einfach i und setze das auf 0. Dann rufen wir die Funktion auf mit diesem Parameter i sozusagen und hier gebe ich wieder den Text aus, recursive run i gleich eben den Score von dem Spieler, der das gerade ausführt, also i-Objective und s eben derjenige, der es ausführt. Dann macht er irgendwas hier drinnen und dann addiert er zu i 1 dazu, entfernt die recursive function wieder, dieses advancement, und dann prüft er, ob i unter 10 ist, weil ohne min ist das natürlich maximal. Wenn i maximal 10 ist, rufen wir die Funktion erneut auf. Dann geht das gleiche wieder los, wir erhöhen i um 1 und dann entfernen wir es wieder. Dann geht das gleiche so lange weiter, bis wir bei i gleich 10 sind. Bei i gleich 10 wird es noch ausgegeben, dann erhöhen wir i auf 11, entfernen das Advancement wieder und weil i jetzt über 10 ist, passiert nichts mehr. Das Krasse daran ist, dass das alles in einem einzigen Tick passiert.
Normalerweise können wir Scoreboards ja auch in-game normal per Command Blocks hochzählen, allerdings wird dieses I dann nur pro Tick einmal hochgezählt. Wenn wir die Funktion nun ausführen, müsste nun 10-mal dieser Text angezeigt werden. Und man kann hier sehen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tut mir leid, ich meinte natürlich nicht 10-mal, sondern 11-mal, weil mit der 0 sind das natürlich 11. Hier kann man schön sehen, was ich vorhin bei Java mit zurückkehren meine. Zuerst rufen wir die Funktion mehrmals auf, immer wieder in die Tiefe, immer wieder dieselbe Funktion und wenn alle Aufrufe beendet sind, sehen wir hier die ganzen Meldungen. Falls es unter euch Programmierer gibt, wir verwenden hier auch den Stack, das bedeutet, dass hier ein potenzieller Overflow möglich ist. Ihr müsst also aufpassen, dass die Rekursion nicht ins Unendliche führt. Ja, im Praxistest erweist sich das Ganze als wirklich sehr performant. Ich habe jetzt Folgendes zusammengebastelt, wieder mit diesen If-Else. Also wenn ich einen roten Concrete-Block in der Hand halte, dann male ich rot und wenn ich keinen roten Concrete-Block in der Hand halte, male ich eben gelb. Und das ist wirklich sehr flüssig, wie man hier sehen kann. Ich kann noch nicht mal runterfallen. Normalerweise würde mein PC ein bisschen laggen. Ich bin ja hier auf einem Laptop und das Ganze ist dann ein bisschen langsamer. Also mein Laptop gehört eher zu den schwächeren PCs. Und wie eingangs am Anfang schon erwähnt, ist das einfach wirklich von der Performance wirklich überhaupt nicht zu schlagen. Ja, ihr seht hier, das ist alles in einem Command-Block drin. Ich grante einfach hier die Main-Funktion und die kümmert sich dann um alles weitere, um die Logik und alles mögliche und führt dann jeweils die Funktion aus, die dann gebraucht wird. Also entweder SetBlockRed oder SetBlockYellow. So, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in diesen Bereich erhalten. Es ist wirklich ein sehr mächtiges Tool. Wenn man es richtig einsetzt, kann man richtig krasse Sachen machen. Okay, dreimal richtig in einem Satz. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, weil wir den Event Points Generator darauf jetzt ausrichten können. Bisher lief der Event Points Generator ja mit Repeating Command Blöcken. Das ist allerdings etwas unnötig, weil dann die Repeating Command Blöcke dauerhaft im Hintergrund laufen würden. Und mit den Advancements Functions können wir dann diese Teile auslagern und dann tatsächlich auch nur die Command ausführen, die wir auch wirklich gerade brauchen. So, das war ein etwas längeres Video als sonst. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und falls noch Fragen da sind, ab in die Kommentare.